Da war mal New York. Okay, Rodan. Rodan. One of them is not like the others. Getting a little too hot in the kitchen? Just give me my order before I lose my cool. Yeah. Order up. Das ist doch meine Lieblingspizza. Bin ich ein wunderschöner Schmetterling. Nur die Mütze. Schwere humanoide Kampfeinheit, Flokkus. More new faces, I see. Then perhaps a bit of fancy dress is in order. So alles. Okay. Sein Bauch schwabbelt. War so richtig schön. Nein, gar nicht gesehen. Hauen wir einfach kaputt. Was? Ah, da ist ein großer. Neuer. Gut, mal gucken doch. War richtig. Wolken der Vertilgung. Gigantische Homunkuli hinterlassen an ihren Aufenthaltsorten Wolken aus Nebel, die bei Berührung alles auflösen. Auch Bayonetta. Oh. Dann sollte ich da nicht reintreten. Was? Hätte ich gesehen, dass der andere angreifen wollte. Ich habe gerade kurz in den Chat geguckt und gar nicht gesehen, dass das Spiel was von mir wollte. Ups. Immerhin eine Silbermedaille. Irgendwie sind die Pepes im Chat rot. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Halloween. So, da haben wir die schwere humanoide Taktikeinheit Cumulonimbus. Ich sehe schon, wir werden hier alle nach Wolken benennen. Ah ja, danke für 73 Monate Treue. Super geil von dir.
Ja, meine coolen Fischis. Stratos ist auch eine Wolkenart und Flocus kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine ist. Size isn't everything, you know. Au. Mir jetzt anvisiert, ja. Ich finde es auch schick, dass ich immer die Madame Butterfly-Form annehme beim Laufen. Sieht echt schick aus. Climax. Sah auch immer richtig stylisch aus in den ersten beiden Teilen. Und hier muss ich auch sicher irgendwas mashen oder so. Diesmal passe ich auf. Hier haben wir Gomorra, der Seraphim-Vertilger. Ja. No, Penpen hat zu. Ja, leck mich fett. That's one ancient art I thought was lost for good. Oh no, es ist Machomai. So, beschwören und entlassen. Halte ZL gedrückt, um Höllendämonen zu beschwören und zu steuern. Lasse ZL los, um sie wieder zu entlasten. Beschwörungen verbrauchen Zauberkraft und enden, sobald diese erschöpft ist. Für erneute Beschwörungen muss ich hier erst eine gewisse Menge regenerieren. Steuere beschwörende Höllendämonen mit L. Gib Acht, während der Beschwörung steht Bayonetta still und ist ungeschützt. Drücke die ganzen Tasten, um Höllendämonen angreifen zu lassen. Angriffe unterscheiden sich je nach Dämon und Knopf. Drücke ZR, während du Dämonenscherge einsetzt, um Höllendämonen bis auf einige Ausnahmen sofort aus dem Dienst zu entlassen. Welcher Knopf ist jetzt welcher? Das müssen wir übergehen. Ja, das ist Pistole, wenn ich das richtig sehe. Muss ich mal das drücken, was da steht? Opfere zwei Höllendämonen, um den Gegner 500 Lebenspunkte direkt abzuziehen. Steht denn da bei Info? Ne, das ist nur das Gleiche nochmal. Ach komm. Schauen wir einfach mal, was passiert. Kann ja nur schief gehen.
Ah ja, jetzt sehe ich auch da unten meine Energie, die ich dafür brauche. Aua. Aua. Eigentlich wollte ich dodgen. Stattdessen bin ich gesprungen. Aber ich denke mal, je mehr Schaden ich mache, desto schneller fühlt sich das auch wieder auf. Ich habe übrigens keine Ahnung, welche Knöpfe das da unten eigentlich immer sind. Muss ich mir vielleicht mal anschauen. So, probieren wir das jetzt nochmal. Diesmal habe ich auch voll reingehauen. Diesmal habe ich nicht gepennt. Einfach durchgeknabbert. Ey, geil, eine Goldmedaille. Okay. Irgendjemand will Stress mit uns. Ich spiele Kreuzfahrtschiff im Angriffsmodus. Wo wir gerade noch bei Yu-Gi-Oh! Waren. Hallo Jeanne. Okay, tschüss Freiheitsstatue, again. Jean, we'll catch up later. Let's go. A demon here, and it's clearly been summoned. Who else could possibly have? Perhaps our new friends can tell us a thing or two. Unleash it. Ein bisschen Schaden. Habe ich einfach gerade einfach gar nicht getroffen die ganze Zeit mit meinem Dämonen. Bei meinem Pistol mache ich zumindest guten Schaden. Ah, ich habe ihn wieder weggeschickt. Stimmt ja. Ah, wait. Die Sachen, die da sind, das sind die, aua, die Angriffe, die ich gerade gemacht habe. I see.
Was? Okay, direkt wieder ein Climax. Manchmal verstehe ich selbst auch gar nicht, was da passiert. Aber ich hau einfach rein. Was für ein Tentakel will uns da eigentlich die ganze Zeit an die Wäsche? Okay, Tyrann des Düsterschlunds, Kraken. I know where this is going. Hat sich Jean gesnackt. Not again. Ja. Finally decided to come up for air, did you? Now, who invited you to our little cruise? Da möchte ich, glaube ich, nicht reintreten. Aua. Einfach in die Fresse schießen. Nein, nee, kommst nicht zu mir hin. Nee, immer noch nicht. Frag mich gerade, sind das zufällig die Farben, wo die Tasten auf dem Super Nintendo wären? Müsste rechts hier was sein? Das könnte hinkommen. Mit den Super Nintendo... Aua. Mit den Super Nintendo Farben. Der Super Nintendo Port confirmed, ja. Ich habe jetzt nur leider keinen Super Nintendo Controller zur Hand. Aber würde das hinkommen? Einen Moment nur kurz, ich muss einmal die Werbung wegsnoosen. Aua. So, grill den! Grill the Kraken! Okay. Nein! Danke, Kamera, für nichts. Dann könnte es sogar wirklich hinkommen mit dem Super Nintendo Controller von den Farben her. Madame Butterfly, Madame Butterfly, die Mätresse des Grauens. Des Gräuels? I'm a mermaid now. Einfach aufreißen. Silber.
War da gerade das Empire State Building? Playing the Good Samaritan, Rodan. How dreadfully noble. We gotta talk. Preferably, someplace a little quieter. Okay. Ging, wie immer, chaotisch los. Ich würde auch sagen, bevor wir weitermachen, machen wir ein kurzes Päuschen und gucken mal, ob wir danach ein ruhiges Örtchen finden, um ein kleines bisschen zu labern. Und daher, bis gleich. Also, der Anfang ist mal wieder einfach a typical Bayonetta. Alles geht kaputt, alles geht den Bach runter. Chaos an jeder Ecke. Hauptsache, Bayonetta hat ein paar gute Shots hinbekommen. War schon echt witzig, der Start. Jo, dann wollen wir doch mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Boah, das ist okay, denke ich mal. Silbertrophäe ist in Ordnung, es ist keine Bronzetrophäe. So, Kapitel 1, Suche nach Antworten. Ich kann auch jetzt einmal noch mal kurz einfach nur speichern. Und let's go. Alles geht kaputt. Spiel zum Glück in Amerika, da ist eh alles im Arsch. Ach, sind wir in Rodans Café jetzt mal wieder. Auch wenn ja auch ein bisschen Krach ist. Aber wo ist dieser... Wie hieß unser Dude nochmal? Nicht Ezio. Oder? Enzo, genau. Ezio war jemand anderes. So, Auditore, da brennt's. Ach, da ist er. Ed! Ed! Oh, God! He tried to go outside, but I knocked some sense into him. After all, he still hasn't paid that tab. We'll be cool down here for a little while. Können die Nachbarn mal ein bisschen Louis gerade ein da draußen? A very little while. You mean those weren't your playmates? Not my type. Although I did try shaking hands. Those things ain't for Paradiso or Inferno. They're locals. In other words, they're part human. Human? They're homunculi. Man-made bioweapons. How about you tell us who you are first, Miss... Viola. Bayonetta, I'm... Never mind. Look, we don't have time. If we don't stop them, this world is history. And reality as we know it gets wiped out for good. And so you just led them right to us. No! They're like locusts, spreading through the multiverse, destroying it as they go. Just trust me, damn it. We've got to hurry. Bayonetta, Jean. You both have to help. Hmm.
Mr. Stella, danke für 22 Monate Treue. Super geil von dir. And who the hell taught you that bit of magic? Well, in the world I'm from, we've already met. A world like this one, in another part of the multiverse. But it's gone now. Along with you, and you, and everything else. The homunculi are tearing through the multiverse, and there's only a few worlds left. Multiverse? On the off chance you're not insane, what do they want? Hold up. This could be serious. If what you're saying is true, then this ain't just a human problem. Within the Trinity of Realities, the world of chaos is actually made up of countless universes, all stacked up together. That's the multiverse. If someone's wiping those universes out, one by one, now, wiping out doesn't quite explain it. They're breaking the multiverse down, trying to fuse it together. Like running thinly sliced Wagyu beef through a grinder to make a big old juicy burger. Was für eine Verschwendung. They can pull it off. They'll get their hands on enough power to wipe out the whole Trinity in a snap.